wie mache ich eigentlich richtig Ochsenbäckle? Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also, wir zeigen euch ganz einfach, wie ihr zu Hause die besten Bäckle auf der Welt macht. Was ihr dazu braucht, ist Sellerie, Möhren und Lauch, kleingeschnitten, kleingewürfelt. Das gleiche mit den Zwiebeln. Im Rezept steht genau, wie viel ihr braucht. Dann haben wir Tomatenmark. Den gibt es auch mit Knoblauch, ist auch sehr gut. Das geben wir alles zum Fleisch dazu, sobald ihr das scharf angebraten habt. Dann zum Ablöschen nehmen wir einen Portwein und einen Spätburgunder. Die haben wirklich Power, die schmecken sehr gut. Wenn ihr einen scheiß Wein dazu gebt, dann schmeckt es nachher auch scheiße. Also, nehmt gut. Ja, einen tollen Wein, dann passt die Sache. So, dann lassen wir alles für ungefähr 3,5 Stunden schmoren bei 120 Grad im Backofen. Dann nehmt ihr einen großen Bräter, einen Römertopf oder was zur Verfügung steht her. Also, nach den 3,5 Stunden nehmen wir die Ochsenbäckle runter vom Herd. Wir nehmen den Braten vor, wo hier entstanden ist, streichen das durch ein Sieb, lassen das Ganze noch ein bisschen einkochen, dass wir eine ordentliche, kräftige Soße haben. Währenddessen nehmt ihr eine Pfanne oder einen Topf her, schaltet hoch, nehmt Tomatenmark und röstet es schön in der Pfanne an. Wenn das schön angebraten ist, löschen wir das Ganze mit einem guten Cognac ab. Gebe einen alten Balsamico dazu. Rühren alles schön, lassen es ein bisschen einkochen, bis es schön sirupartig ist und geben das in die Bratensoße mit rein. Und ich verspreche euch, das wird sehr geil. Wenn die Bratensoße fertig ist, schmeckt das alles nur noch mit Salz und Pfeffer ab. Wer will, kann es auch nochmal mit Soßenbinder schön abbinden. Und dann gießt ihr das über die Bäckle. Voilà. So, was brauchen wir für Ochsenbäckle? Natürlich die Bäckle selber. Jetzt schaut mal her. Ganz wichtig, besorgt euch beim Metzger die Bäckle fertig pariert. Dann spart ihr euch die ganze Arbeit, die ganze Abschnitte und ihr könnt gleich loslegen. Wir fangen jetzt an. Ihr pfeffert die ganze Bäckle. Ihr nehmt Meersalz her. Das gleiche machen wir von der anderen Seite auch. Als nächstes braten wir die Bäckle scharf an. Ihr könnt alles auch ganz normal in der Küche im Topf machen. Ich mache es gerne draußen. Danke. Ich nehme ein bisschen Schmalz, Öl her, das ist da. Schön rein. Das Ganze schön anbraten lassen, wenden. Und danach machen wir noch Tomatenmark rein zum Anrichten. Das wird der nächste Schritt sein. Also, wir haben die Bäckle jetzt scharf angebraten. Diese nehmen wir raus, dass ihr einfach mehr Platz für mein Gemüse habt zum Anbraten. Wir nehmen die Zwiebeln her. Sellerie, Lauch, Möhren. Unser Tomatenmark. Das alles lassen wir jetzt schön Farbe nehmen. Das
Sobald es soweit ist, löschen wir das Ganze mit unserem Wein ab. So, das Gemüse ist soweit. Ich gebe wieder meine Speckle dazu. Jetzt nehmen wir den schönen Portwein, der hat richtig Power. Ich finde den richtig geil. Dann nehmen wir den Spätburgunder her. Gönnt euch da die Flasche für 5-6 Euro, das passt schon, das schmeckt ihr nachher alles. So, ich mache das so, ich begieße das jetzt ungefähr bis zur Hälfte. Und für den Rest nehme ich unser Rinder vorher. Rinderbrühe, das kriegt ihr bei mir im Glas im Kühlregal, machen wir selber. Schön auffüllen, jawohl. So, dann nehmen wir den Deckel wieder her. Das Ganze lassen wir jetzt für 3,5 Stunden bei 120 Grad schmoren. Bye bye, gleich sehen wir uns wieder. Heid und die Soße ist fertig. Ihr nehmt jetzt euer Tomatenmark her, röstet es schön in der Pfanne an oder auf dem, im Topf. Das geht schnell, ihr müsst aufpassen, dass es nicht bitter wird. Schön umrühren, ihr seht schon, das reagiert schon. Wartet ein paar Sekunden ab. Und jetzt nehmen wir den guten Cognac. Boah, der schmeckt geil. Ablöschen. Flamme runter. Jetzt nehmen wir noch unser Balsamico-Essig. Da macht ungefähr die doppelte Menge rein. Und jetzt lassen wir das Ganze sirupartig einkochen. Also die Ochsenbäckle haben jetzt 3,5 Stunden geschmort, die sind jetzt auf jeden Fall fertig. Einfach mal mit der Gabel reinpieksen oder mit dem Löffel, wenn es sich schön zerdrücken lässt, dann ist er perfekt. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Bäckle mal aus dem Sud raus. Jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus, wenn ihr jetzt riechen könnt. Weil das merkt ihr gleich beim Rausnehmen. Wie gesagt, 3,5 Stunden, da seid ihr auf jeden Fall gut in der Zeit. Doch, das wird was. Und der Duft, ich sag's euch, ich verspreche euch nicht zu viel. So, ich nehme die Bäckle. Ihr habt vielleicht einen Deckel, ich nicht. Ich nehme jetzt einfach die Alufolie. Das lässt er jetzt einfach ein bisschen nachziehen. Dann nehmen wir die schöne Soße, was hier entstanden ist. Topf heiß machen. Ein schönes Sieb. Das salben wir jetzt auch. Schön wird das Sieb streichen. Das Ganze lassen wir jetzt schön einkochen, um ein Drittel ungefähr. So, wir haben unser Braten vor einkochen lassen. Das
hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Jetzt nehmen wir unser Cognac Tomatenmark Balsamico Sirup her. Fügen es hinzu. Oh, ich drehe echt durch, ohne Witz. Das Tomatenmark bindet auch ein bisschen. Wer will, kann jetzt noch Mondamin hernehmen. Stärke. So, jetzt sollte es gleich wieder aufkochen. In der Zwischenzeit nehmen wir unsere Bäckle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich übertreibe jetzt echt nicht. Wenn ihr euch genau an dieses Rezept haltet, das ist eine Gewinngarantie. So, die fertige Soße, das ist Natursoße pur, gießt ihr jetzt mit Love über die Ochsenbäckle. Jetzt habt ihr die weltbesten Ochsenbäckle überhaupt. Selbstgemachte Soße, 3,5 Stunden geschmort, Zeit, Liebe, gescheites Fleisch vom Metzger. Lasst euch schmecken, wir sehen uns, bis dann.